Und ganz herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, wir haben jetzt einen Tag nach Weihnachten und ich muss jetzt auch das Video aufnehmen für Dienstag, weil ich keine vorproduzierten mehr habe. Auf jeden Fall geht es jetzt heute dem von euch lang erwarteten Q&A. Ich habe euch auf Instagram sowie in meinem Community-Tab gefragt nach tollen Fragen, die ich euch gerne beantworten möchte. Und ja, da wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß für dem Video. Okay, wir beginnen mittlerweile im Winterdorf. Und wir beginnen direkt mit den Fragen auf YouTube. Okay, erste Frage. Wie findest du den neuen WM-Song? Ich habe ehrlich gesagt keine Meinung dazu, weil ich es nicht gehört habe, weil, to be honest, die WM interessiert mich nicht wirklich. Ich bin auch überhaupt kein Fußballfan. Ich habe sowas überhaupt nicht quasi geschaut. Und deswegen so. Keine Ahnung, so wie ich was davon haben soll, wenn ich es nicht kenne. Zeichnest du gerne? Ja, zwischendurch, ich habe so Phasen, da zeichne ich wirklich gerne. Wenn ich dran denke, blende ich euch mal ein Bild von meiner Lieblingszeichnung an, die ich gemalt habe in der 8. Klasse war das. Auf das Bild bin ich eigentlich extrem stolz. Das ist, glaube ich, das einzige Spiel, das ich wirklich habe, das mir so richtig krass gefällt. Ich habe auch versucht, so angefangen zu richtig zeichnen. Ja. Was geht denn hier ab? Auf jeden Fall, ja, es ist so phasenweise bei mir. Meine Nase läuft, das nervt mich so hart. Meine Nase läuft auf Amerika, Bruder. Nächste Frage. Reitest du in echt? Ja, ich reite in Echtzeit. Ich kam gefühlt schon seit der Ewigkeiten. Also eigentlich schon immer so gefühlt so. Ich habe ja auch schon einige Videos gemacht, wo ich darüber erzählt habe und so und ja. Nächste Frage, magst du die Skyhunters? Nee, ich hasse sie natürlich nicht, Spaß. Ich liebe diesen Club über alles. Ich war von Skyhunters ein richtig krasser Clubspringer. Ich konnte mich nie niederlassen in einem Club und Skyhunters ist jetzt wirklich einer, in der ich schon sogar bald ist vielleicht ein bisschen groß vor, aber halt schon in Zukunft halt bald schon ein Jahr dabei bin. Und es gefällt mir auch mega gut. Ja. Ich kann die nur empfehlen und ja, wie immer findet ihr den Link zu unserer Webseite in der Infobox und danach könnt ihr euch da bewerben, unter Register bewerben und so weiter und so fort. Ja. Aber meine Stimme ist einigermaßen erträglich, weil ich habe das Gefühl, heute kriegt sie so weird. Aber das könnte auch Einbildung sein. Auf jeden Fall, weiter geht's. Bist du über so viele Abos stolz? Ne, natürlich bin ich über so viele Abos stolz. Ich bin stolz auf jeden Einzelnen, der mir folgt. Ne, weil ich habe euch alle richtig doll lieb. Und ja. Okay, ich muss kurz gefühlt irgendwie diesen scheiß Araber endlich ausleveln. Ne, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich krieg die Flöhe von dem, ne? In welchem Land wohnst du? Ich wohne in der Schweiz. Deswegen. Ich weiß nicht, ob man es anhört, aber in gewissen Worten finde ich, hört man, dass man Schweizer ist, aber I don't know, so. Ja. Ich komme aus dem Land mit den schönsten Bergen, gefühlt so. Ja, oh Gott. Würdest du mit SSO aufhören, wenn deine beste Freundin die SSO spielt aufhören würde? Ich glaube, ich muss gerade das Rennen wiederholen, aber. Wenn jetzt Elea. Ha? Der Chatbot hat es genommen, oder? Oh, lol. Okay. Jetzt. Ich renne in die falsche Richtung. Ja. Wenn wir jetzt sagen würden, Elea will mit SSO aufhören, dann. Also. Nun, aber wird es nie passieren, dass Ella, was habe ich heute mit dem Namen? Dass Ella mit SSO aufhört aus der Begründung von den Skyhunters. Aber ansonsten habe ich ja wirklich nicht eine Freundin, wo so krass SSO spielt. Deswegen. Ich habe da noch das Reinrennen. Oh mein Gott, meine Nase. Krieg Flöhe, sag's euch.
Ja, also Lea hört ja eh nicht auf wegen den Skyhunters und wenn sie aufhören würde, würde es wahrscheinlich der Club auch nicht mehr geben und aufgrund dessen würde ich dann auch kein Assassin mehr spielen, weil das Einzige, warum ich online bin, ist Videos oder Clubaktivitäten, also ja. Ja, der Club nicht, wäre Elia nicht, dann würde ich wahrscheinlich kein Assassin mehr spielen, aber vielleicht zwischendurch noch, aber. Ja, du, Amy. Irgendwie ist das Spiel langweilig geworden. Ja, was ist dein Lieblingspferd? Dein Lieblingspferd, also ich nehme jetzt an, das ist so Lieblingspferd in Star Stable. Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich muss sagen, ein Pferd, was ich wirklich so von Herzen wirklich liebe, ist mein Caramel Dream. Das ist der alte Fuchsschreier. Das war eins meiner ersten Pferde, die so wirklich anders waren. Und ja, ich habe ihn sehr oft geritten früher. Und wenn ich nicht erst ein Pferd haben würde, würde ich ihn auch gern wieder reiten, weil er ist so, keine Ahnung, ich verbinde mit ihm ziemlich viel. Und ich mag auch sehr die alten Shire, so wie die Farbe vom Pferd, gefällt mir extrem gut. Ja. Was ist dein Lieblingstier in Real? Definitiv Hund oder Pferd, je nachdem. Weiß auch nicht so richtig. Das ist eine schwierige Frage. Weil ich keine Ahnung, ich habe mir doch nie Gedanken gemacht, was mein Lieblingstier ist. Irgendwie so, keine Ahnung. Irgendwie. Ich glaube, ich habe gar nicht aufgenommen. Doch, habe ich. Das wäre gerade so frei gewesen. Okay, nächste Frage. Was ist dein Lieblingsfußballspieler? Wie gesagt, es interessiert mich nicht wirklich. Ich bin aber froh, dass die Franzosen nicht gewonnen haben. Weil ich Französisch einfach eine schöne Sprache empfinde, ich persönlich. Und ja, keine Ahnung. Wie heißt du auf Discord? Mein Discord-Name findet ihr in der Infobox, so wie Instagram. Nee, er findet meinen Discord-Namen in meinem Outro und meinen Discord-Server in der Infobox. So ist es, glaube ich, richtig. Wenn ich mich richtig erinnere. Ja, okay, dann gehen wir weiter zu den Fragen auf Instagram. Würde ich sagen, dann gehen wir nach dem Rennen nach Starshine. Das am meisten XP bringt und ich möchte eigentlich heute dieses Pferd ausleveln, weil es ist wirklich so pain. Das ist so pain, ich kann das Pferd nicht mehr sehen. Rückwärtsgang. So. Ja, wir sehen uns gleich dann bei der Starshine Branch. Wir sind bald da. Wir sind bald da. Da öffne ich schon mal Instagram. Es sind sehr viele Fragen, auf die gerade zusammengekommen. Ich hätte es so, boah, wer wenig Fragen. Auf einmal war so, boom. Da war so voll viel. So, okay. Wir holen zuerst mal die Rennen an hier, damit wir ein bisschen vorauskommen mit dem tollen Level von diesem. Ja, ach so, tollen Araber. Okay, erste Frage. Wie alt bist du? Ich bin 19, ich werde nächstes Jahr 20. Und ich kann euch was erzählen. Zu meinen 20 Jahren wird es sich für ein Special kommen. Ich bin auch überlegen, ob ich so Starcards verlosen oder mir selbst Starcards kaufen. Je nachdem, wie ihr Gas gibt, dann so im neuen Jahr. Auf jeden Fall hatte ich gerade kurz so eine Gedenkenspause und ich habe gerade so spontan überlegt, ob ich mir noch Starcards verlosen machen soll auf Neujahr, aber. Ja, es hat so eine Sache, ne? Ich zahle das alles in meinem eigenen Sack so und ich verdiene auch nicht die Welt. Obwohl ich gefühlt dieses Jahr sehr viel Gift das gegeben habe. Aber das ist ein anderes, das ist eigenes Konsumwahn. ja, nächste Frage. Messi oder Ronaldo? I don't care. Ich kenne beide nicht wirklich. Deswegen, keine Ahnung. Ronaldo? Keine Ahnung, Alter. Ich werde safe so gehatet, ne? Ja, springen kann ich nicht. Wie viel Geld hast du für SSO ausgegeben? Das ist eine sehr gute Frage. Und zwar, Leute, wir machen das gleich nach diesem Rennen oder dann noch nach dem anderen Rennen. Rechnen wir mal kurz aus, wie viel Geld ich in StarSlam investiert habe. Also, ich gehe dann kurz auf StarSlam-Seite und rechne mir das aus und dann sage ich es euch so. Gut, nächste Frage. What? Lieblingssängerin hey Halsey. Lieblingslied ist wie heißt es? Gasoline, finde ich richtig geil. Von Halsey, die ist
mag ich voll, das habe ich im Vortrag gemacht. Lieblingsfan ist es so, hatten wir schon, das ist immer noch mein geliebter Caramel Dreamshire. Der ist echt, weiß nicht, eigentlich ist der voll crusty, aber der hat hier was an sich so. Was ist deine Hass- und Lieblingspferderasse? Lieblingspferderasse, gute Frage. Ich würde sagen, die neuen Isländer oder Shire, die neuen, die sind beide richtig toll. Isländer kann ich sicher sagen, dass sie mir richtig auf Ruf vom Reitgefühl und Leveln her gefallen. Und Shire habe ich leider bis jetzt noch nicht gelevelt, weil ich halt mir so ein bisschen an den älteren Pferden jetzt dran bin, damit ich die endlich fertig kriege. Und meine Hasspferderasse, definitiv das Curly oder das Jorvik Urpferd? Nee, wie auf Wildpferd, dieses Wildpferd, Ohrpferd, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Auf jeden Fall dieses Geburtstagspferderasse. Ja, ich gehe mal kurz auf Star Stable und schauen wir uns mal kurz das an. Star Stable. Ich kann euch das leider nicht zeigen, weil halt, ja, möchte ich nicht unbedingt. Ich will nicht weiterrechnen, Leute. Boah, no way. Ich wusste ja, dass ich das Star Stable ich wirklich viel Geld investiert habe, aber so viel. Das ist genau ein bisschen ein Schock für mich. Ich habe fast das Doppelte von meinem monatlichen Gehalt jetzt ausgegeben. Was? Das ist krass, also ich bin bei 1383 und 87 Franken für dieses Spiel. Für dieses Spiel. Für die ganze Clarity Karriere. Alter. Ich wusste ja, das ist fies, aber das ist über 1000, wusste ich nicht. Ja, das. Sie müssen sich auch vorstellen, das sind jetzt 6 Jahre. Die ich gezahlt habe, davor habe ich auch schon gespielt, aber da war ich halt die ganze Zeit Non-Star Rider und ich hatte auch voll Bock drauf, halt so nicht Star Rider zu sein. Das war für mich auch damals okay. Aber ja, das muss ich jetzt gerade irgendwie verkraften. Das ist schon krass. Das ist krass viel Geld. Aber ich würde. Ja, gut. Man muss ja jetzt noch berechnen, ich habe seine zweiten Accounts nicht dazu gezählt. Ich meine, das wäre nochmal pro Account 62, weil ich habe da nur Lifetime gekauft, wo es reduziert ist. Und sonst habe ich ja nie irgendwo Star Coins gekauft. Das werde ich auch nie machen, weil ich das total sinnlos finde. Weil dafür spiele ich die Accounts viel zu wenig. Was soll ich mit einem Account, wo 10.000 Star Coins drauf sind, aber ich nicht spiele? Sobald ich da muss sagen, wenn ich da wirklich mehr auf Zeit-Account wie auf meinem Hauptaccount spiele, mehr wie einen Monat, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann kaufe ich dir mal 10.000 Star Coins, damit ich da mal Pferde ab. Aber in anderen Grund sehe ich da nicht, ehrlich gesagt. Und ist ja auch so ein bisschen Geld verschwendet, weil ich spiele ja eh zu 90% nur auf Scarlet Pokémon. Das ist ja halt einfach so mein Main-Account so. Ja, so wie zum Thema, so wie Star Coins habe ich ausgegeben. Wie viel Geld ich ausgegeben habe. Wie kamst du dazu, es so zu spielen? Ich habe damals einen Computer bekommen, halt so nur so big, also so mit Internet und so. Und ja, da war ich noch jung und ich habe halt einfach ein Pferdespiel gesucht. Und ich war dann auf das hier, habe ich dann einfach gestoßen, weil das bekommt nun mal als erstes gefühltes Spiel, wenn man ein Pferdespiel eingibt. Und da habe ich einfach angefangen, habe mir einen Account erstellt mit diesem wundertollen Namen. So Gasgeil.man ist sogar mein erster Account, den ich mir hier erstellt habe. Der hat sich durchgezogen. Der hat so eine richtige Karriere gefühlt. Und ja, es war halt damals das wirklich das einzige Pferdespiel, das es gab so. Und ich hatte halt auch voll Bock auf so ein Internetspiel, weil ich halt vorher nur so CD-ROM-Spiele gespielt habe. Wo ich damals auch gar nicht wusste, was das genau bedeutet, Online-Spiel. Warst du schon mal kurz davor mit SSO YouTube auszuhören? Ja, sogar erst gerade. Ich weiß nicht, was angefangen hat, so Ende Dezember hat es ein bisschen angefangen. Anfang Dezember war ich echt kurz davor, alles hinzuwerfen. Muss ich ehrlich sagen, es war einfach gerade so,
so viel los in meinem Leben, so gefühlt so mit Schule, und es war alles so anstrengend. Ich hatte echt, dachte so, boah, jetzt habe ich da so echt keinen Bock mehr. Ich höre einfach mit allem auf. Es reicht mir jetzt. Aber ich habe es nicht gemacht aus dem Grund, dass ich wusste, dass ich es nachher bereuen werde. Und ich trotzdem froh bin, dass ich so eine tolle Community wie euch habe. Und das will ich nicht einfach so verlieren quasi. Aber ja, ich war eigentlich erst gerade kurz davor. Aber ich war schon öfters im Überlegen, das aufzuhören. Aber ich habe ja auch versucht, anderen Content zu produzieren. Aber Gefühl kommt ja nicht so gut an. Hörst du was im Hintergrund beim Leveln? Ja, zu 99% höre ich mir sogar Level Talks an von anderen YouTubern oder halt, was ich in letzter Zeit auch so oft mal ist Filme schauen oder Serie schauen. Das mache ich am liebsten, weil ich habe zwei Monitore, dann geht es ganz gut. Auf dem einen ein bisschen Netflix, auf dem anderen Star-Stable, das ist ganz gespannt. Und dann finde ich, vergeht auch die Zeit am schnellsten. Aber ja, wir suchen ein paar Tierchen im Wäldchen. So, nächste Frage. Was ist dein Lieblingsrasse in Star Stable? Das hatten wir schon. Hast du ein Haustier? Ja, ich habe einen Hund. Ja, ich habe eine Hündin. Meine geliebte Prinzessin. Sie ist schon eine Prinzessin, wenn man sie kennt. Also so, so eine Prinzessin. Ist aber auch total verwöhnt. So, und ja, ich mag sie. Ich liebe sie richtig. Richtig, ich wüsste nicht, was ich holen den Hund machen soll. Sie ist jetzt auch schon 11 geworden im November. Und jetzt merkt man, sie ist ein bisschen älter und so. Aber ja, ich hoffe, sie nehmen noch ein paar gediegene Jahre mit uns. Ja, sonst hatte meine Mutter halt noch einen anderen Hund, mit dem verstehen wir mich auch ziemlich gut. Und den mache ich mittlerweile auch ganz okay. Spielst du eher alleine oder mehr mit Freunden? Gerade im Moment mehr alleine, weil ich mich aus der Gruppe so ein bisschen zurückgezogen habe aufgrund der Schule und das einfach mir zu viel wurde. Und ich dann einfach die Zeit am Abend gebraucht habe, um runterzufahren oder zu lernen. Und dann war ich bin halt nicht so ein Mensch, eigentlich so die ganze Zeit so ein Mensch muss sein. Ich bin auch einfach mal gerne alleine und ich habe genau mit der YouTube angefangen, das begründet halt eben, dass ich auch viel alleine SSO spiele und eigentlich die ganze Zeit dadurch Selbstgespräche führe. Ja, jetzt hört ihr einfach meine Selbstgespräche an. Ja. Aber eigentlich, ja, ich weiß auch nicht, ich habe so Phasen, da gibt es Phasen, die, da spiele ich extrem viel mit anderen Menschen. Es gibt Phasen, da spiele ich gar nicht mit anderen Menschen und ja, es ist so ein bisschen bedingt. So eine Zeit lang habe ich auch jedes Wochenende mit Lea zusammen gelevelt irgendwie. Ja, aber ich bin momentan nicht so motiviert zum Leveln und wir spielen beide eigentlich lieber anderes Zeug, wenn ich das von so einem Raufen werfen darf. Wie oft läufst du dich in der Woche circa ein? Ich muss sagen, das ist jetzt diese Woche das erste Mal. Nee, ich habe gestern noch kurz online. Ich muss sagen, kommt noch das Event drauf an. Ich habe mich eigentlich nur bewegt, um einzuloggen. Ich weiß gar nicht, was für ein Tier ich angeklickt habe, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall, es kommt noch das Event da, aber kein Event ist dann eigentlich vielleicht ein, zwei Mal. Wenn es gut kommt, aber ja. Kann auch sein, dass ich mich gar nicht einlogge in der Woche, also. Ich tue es einfach nur leveln, weil es sehr einfach sehr viele XP gibt. Und ich dieses Pferd eigentlich, ehrlich gesagt, sehr gerne mal langsam ausgelevelt hätte, weil es kackt mich an. Und ich bin halt auch so stur, ich nehme nicht einfach ein anderes Pferd. Ich warte so an, bis ich es geschafft habe auszuleveln. Aber ja. Nächste Frage. Was ist deine Lieblingsfarbe? Meine Lieblingsfarbe ist blau. Das ist aber blau, meine Haare sind blau, ich mag blau, ja, blau, ist halt blau, blau ist geil. Ja, ich schau mal kurz, wie viele Fragen haben wir noch? Okay, wir haben noch mehr Fragen, dann machen wir doch kurz ein Rennen. Wo lebst du? Also Land, wie du gesagt, ich wohne in der Schweiz, mit einem Schweizer Käse. Okay, was hältst du von den neuen Winterpferden, also den magischen? Das Einhorn, verstehe ich überhaupt nicht. So, ja, irgendwie. Ich halt. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht so richtig. Das Einhorn stört mich irgendwie. Ich bin einfach kein Fan von weißen Pferden. Ich bin einfach kein Fan von weißen Pferden. Wir lassen es einfach so im Raum stehen. Und ich weiß nicht. Starshine. Gibt es Starshine überhaupt noch? Ich weiß nicht. Aber wie war es, dass Starshine kein Horn bekommen hat? Aber dieses Vieh schon, verstehe ich nicht. Aber ja.
Und ein Isländer, richtig geil in einer unverwandelten Form, aber die verwandelte Form macht für mich überhaupt keinen Sinn. Was sollte ein Pferd Schnee auf sich haben? Hä? Verstehe ich einfach nicht. Das macht für mich einfach so keinen Sinn. Aber wie gesagt, die unverwandelte Form ist so schön und es ist ein Isländer, also große Liebe. Vielleicht gefällt mir das Einhorn auch nicht, wie es ein Pasofino ist. Weil ich Pasofino einfach nicht mag. Die sind, ja, schrecklich. Das war tatsächlich die letzte Frage. Wir sind durch. Krass. Wir haben trotzdem eine halbe Stunde aufgenommen. Ja. Ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Und zwar am Freitag, wenn alles gut und sicher läuft. Wenn du das gerade siehst, dann lass einen Daumen hoch und ein Abo da. Dann kommen wir noch näher zu den 500 Abos. Ich wäre nur schon froh, wenn wir es auch zu den 400 schaffen, weil am 8.1. wäre die Deadline für die 500 Abos. Das ist aber gerade für mich ziemlich unwahrscheinlich, deswegen wäre ich schon froh, wenn wir einfach die 400 würden schaffen. Das würde mich schon sehr, sehr freuen. Und ja, dann einen ganz schönen Tag, noch ein schönes Fest und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüssi!